Es ist ein riesiger Riss und er ist der Vorbote eines unglaublichen geologischen Ereignisses. Der kilometerlange Riss ist 15 Meter tief, 20 Meter breit und hat bereits Häuser und Straßen zerstört. Er ist der erste Vorbote der Abspaltung des ostafrikanischen Kontinents. Der entsteht dort gerade. Enden wird der Riss in einem neuen Meer, das sich zwischen Restafrika und Ostafrika schieben wird. Was jetzt passiert und was das für das Land Kenia bedeutet, jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Vielen Dank erstmal für den Themenvorschlag auf WhatsApp. Mehrere Leute aus der Community hatten das Thema entdeckt und mir gemeldet. Wie ihr auch dort Teil meiner Redaktion werden könnt, erfahrt ihr am Ende des Videos. Dieser Riss ist erst der Anfang. Er war die Folge von starken Regenfällen und brachte zum ersten Mal das Auseinanderbrechen, das Abbrechen einer neuen Kontinentalplatte an die Erdoberfläche. Plötzlich ging nichts mehr auf der Maihiu-Narok-Straße in Kenia. Die vielbefahrene Straße wurde durch den Riss unterbrochen und musste erst wieder aufwendig repariert werden. Häuser wurden zerstört und was jetzt immer klarer wird, das ist erst der Anfang. Dieser Riss wird sich durch ganz Kenia ziehen und das Land langsam teilen. Am Anfang wird es nur eine Schlucht sein, die sich aber immer weiter aufteilt, bis Meerwasser einströmen wird und das Land irgendwann auf zwei Kontinenten liegen wird. Grund ist der ostafrikanische Graben. Er läuft vom Horn von Afrika bis nach Mosambik im Süden, tausende Kilometer lang, und entlang driften die westliche nubische Platte und die östliche somalische Platte auseinander. Jedes Jahr um 2,5 Zentimeter, alle 40 Jahre sind es 1 Meter, in 400 Jahren also 10 Meter und in 4000 Jahren 100 Meter. Es wird also noch etwas dauern, bis sich die Platten trennen, aber es wird immer besser zu sehen sein. In der Geologie wird damit gerechnet, dass es 20 bis 60 Millionen Jahre dauert, bis hier wirklich ein neuer Kontinent entstanden ist. Allerdings ist der Riss, den man jetzt in Kenia sieht, nicht direkt genau die Stelle, an der die Kontinentalplatten auseinanderbrechen. Vielmehr entstehen durch das Auseinanderdriften Hohlräume und in die werden bei Regen Sand und Erde von der Oberfläche gespült. Oben rutscht die Erde danach und es tun sich immer mehr Risse auf. Und wahrscheinlich wird das entlang des ostafrikanischen Grabens immer mehr. Straßen werden zerstört, Häuser und wahrscheinlich werden durch diese tektonischen Bewegungen auch neue Vulkane entstehen. Geologisch wird es also sehr spannend in Afrika, aber in Zeiträumen von vielen Millionen Jahren. Wenn als erstes Neues zu neuen Kontinenten und Geologie und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet hier meine Telefonnummer bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video, täglich garantiert. Ihr könnt dort direkt über mich in der Redaktion von Klicksum mitmachen und mir eben Themen vorschlagen oder an Abstimmung teilnehmen und mitbestimmen, was hier bei Klicksum passiert. Der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der genau Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. 8. Kontinent entdeckt, Expedition unterwegs. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.